Liebevoll, hier ist euer Steinwall. Die Sorgenfalten bei Gräfin Helene werden tiefer, denn richtig Gerechtigkeit hat sie nicht erringen können, was den Mord an ihrem Sohn betrifft. Baldarich erfreut sich immer noch der Freiheit und bester Gesundheit. Er hat zwar nicht mehr seine Grafschaft, aber durch seine Frau, der Herzogin Oda von Istrien, ist er weiter, ja, pflegt weiter einen schönen Lebensstil und nennt sich Herzog. Und zu allem Überdruss müssen wir dieser Familie, dieser Frau auch noch helfen, weil sie aktuell unsere einzige Verbündete ist. Und die Situation ist nicht ganz unkritisch, denn es gibt Ansprüche, Anspruchssteller, was die Grafschaft Straßburg betrifft. Einmal der Graf von Colmar und dann noch den Herzog von Oberlothringen. Und das ist der weitaus gefährlichere. Der ist aber noch 15, kann meines Erachtens jetzt noch keinen Krieg führen. Aber die große Frage ist, dürfte er das rechtlich? Ich bin mir nicht sicher, wie das jetzt gewertet wird mit der hohen Lehnsautorität. Die Frage habe ich schon mal gestellt, ne? Vasallen können keinen Krieg gegen andere Vasallen führen. Aber das Ganze ist ja kein Vasall von Kaiser Anselm, sondern Vasall von König Dietwin. Und wir sind, also, ne, er ist Vasall von König Dietwin, wir sind Vasall des Kaisers und dementsprechend ist das nicht durch diese Regel abgedeckt oder durch die Lehnsautorität abgedeckt. Das heißt, in meiner Vorstellung dürfte er uns angreifen. Und wenn er das täte, dann, ja, dann ist es vorbei. dann ist es vorbei, weil er ist wirklich überaus mächtig, hat auch noch mächtige Verbündete. 5000 Mann hat er selbst, seine Verbündete 2500. Da können wir überhaupt nichts gegen ansetzen. Ja, was bleibt uns übrig? Es bleibt uns zweierlei. Wir müssen auf jeden Fall versuchen, wenn er volljährig ist, dass wir die Beziehung verbessern, über den Weg zu gehen. Und zweitens werden wir jetzt doch nicht aus Staatsräson in Richtung Theologie gehen, sondern wir müssen versuchen, die defensiven Verhandlungen zu erreichen, weil wir haben dort hervorragende Möglichkeiten, auch aufgrund unserer Kultur, Bündnisse ohne Heirat zu schließen. Und die sollten wir dann nutzen. Insofern ist es ein bisschen tragisch, dass sie wohlmeinender Wille gewählt hatte zuletzt und nicht wohl überlegt, weil ansonsten wären wir nämlich in kürzerer Zeit hier bei den defensiven Verhandlungen gewesen. Aber zu dem Zeitpunkt war das noch nicht so richtig zu erahnen. Es gibt aber noch einen kleinen Funken Hoffnung. Und zwar habe ich gesehen, dass, also wir haben ja unsere Enkelin an den Hof geholt. Und ich verstehe aber auch hier die Mechanik nicht. Wir können mit unserem Enkel, mit unserem anderen Enkel, obwohl er halt zwei Generationen oder eine Generation auseinander ist, können wir kein Bündnis schließen, ne? Das haben wir hier schon gesehen. So. Aber interessanterweise, wenn wir jetzt unsere Enkelin von uns aus hier verheiraten, dann steht dort, dass ein Bündnis entstehen würde. Ich hoffe, dass jetzt wirklich ein Bündnis mit uns entstehen würde und nicht mit ihrer Mutter. Das müssen wir einfach mal ausprobieren. So, und mir erscheint dann hier eine Heirat auch für sie insgesamt mit einem Herzog im Reich, mit einem durchaus relevanten Herzog im Reich, dem Herzog der Lausitz ganz gut, Konrad der Dritte. Der ist etwas jünger, aber, und jetzt kommt der Punkt hier, Bündnisse, 2899 Mann. Ich bin mal gespannt, ob es wirklich ein Bündnis dann darstellt, von dem auch wir profitieren, oder ob es jetzt ein Bündnis zugunsten von Istrien ist. Dann, ja, dann hätte auch ein anderer Heirat uns nicht helfen können. Also, hier ist die Lausitz, durchaus ein relevantes Herzogtum. Tja, schwierig, schwierig. Nebenbei, wir können doch vom Glaubensoberhaupt Gold erbitten, das wir tatsächlich aktuell aber nicht für kirchliche Zwecke einsetzen können, weil hier der Tempelbau noch läuft. Und ich will das wirklich nur für kirchliche Zwecke einsetzen. Man könnte es für eine Pilgerreise einsetzen, aber auch die ist noch nicht möglich. Insofern lassen wir das erstmal. Was haben wir hier noch? Helene kann heiraten, darum kümmern wir uns gerade, genau. Ja, und hier sind wir eben den Istriern zu Hilfe gekommen, aber die haben mächtigere Verbündete. Deswegen werden wir vermutlich hier nicht viel erreichen können. So, Bündnis mit Herzog Konrad von Lausitz geschmiedet. Aha.
Tatsächlich. Verbündet mit Herzog Konrad von Lausitz. Und das verstehe ich einfach nicht. Warum gibt uns die eine Enkelin ein Bündnis, aber warum ist ein direktes Bündnis mit unserem Erben und Enkel nicht möglich? Für mich völlig unverständlich. Völlig unverständlich. Der ja genauso Herzog ist wie der Herzog der Lausitz. Naja, vielleicht könnt ihr das erklären. So, okay. Machen wir weiter. Wie gesagt, Herzog Meginer, da ist es wichtig, dass wir aufpassen, wenn der 16 wird. Und hier gucken wir mal, ob wir noch hier noch irgendwas Sinnvolles tun können. Unsere befreundete Armee flieht dorthin. Dann werden wir hier über Brixen, Trent versuchen, uns mit der zusammenzutun. Wir sind nicht. Wir können noch heiraten. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Aber sortiert nach Bündnismacht scheint da nicht viel möglich zu sein. Um genau zu sein, gar nichts. Das ist ja ulkig. Also irgendwelche landlosen Typen werden mir hier vorgeschlagen. Ja, okay. Gut. Also nein, dann hilft das nicht. Dann hilft das nicht. Petition an den Lehnsherrn. Da ist nur der Ratssitz. Weiß ich nicht. Vielleicht, falls wir angegriffen werden würden, vielleicht könnte er da intervenieren. Deswegen behalten wir mal die Option offen. So, Herzog Meginer ist 16. Das ist jetzt ein wichtiger Moment. Wir hätten natürlich auch versuchen können, sie dahin zu verheiraten. Warum habe ich das nicht erwogen? Ja, wir können das nochmal probieren. Ah ja, wollte er auch nicht. Ihr habt schon zu viele Bündnisse. Okay, das 30 könnte man abrechnen. Aber er steigt durch Heirat ab minus 40 und Meinung und so weiter. Nee, das hätte nicht geklappt. Gut, dann versuchen wir auf jeden Fall die Beeinflussung, um ihn uns gegenüber wohlgesonnen zu stimmen. So, die Armee des Gegners marschiert da in unsere Richtung. Das ist interessant. Nee, die marschiert da unten hin, um die Belagerung da durchzuführen. Okay. Ja. Ich wüsste nicht, wie das zu gewinnen ist. Aber ich denke, wir werden hier einmal unsere Hilfe anbieten. Wir werden sagen, Armee ankoppeln. Und dann können die das entscheiden. Aber es sieht ganz so aus, als ob sie aufgeben wollen. Die wollen diese Schlacht nicht führen. Kann ich auch ein bisschen verstehen. Was haben die Armeen hier für einen Anführer? Einen 24er. Das ist auch noch ein extrem guter Anführer. Belagerungsanführer haben wir auch dabei. Es ist wahrscheinlich das Vernünftigste jetzt hier. Am Ende wäre es das Vernünftigste, einfach aufzugeben. Aber das passiert ja hier tendenziell eher nicht. Was kommt da noch für eine Armee? Aber die hat mit uns nichts zu tun. So, jetzt marschieren sie doch. Jetzt wollen sie doch noch die Schlacht schlagen. Beziehungsweise, nee, die wollen vermutlich diese eine Burg wieder zurückbelagern. Ja, das ist der dümmste Moment, um ehrlich zu sein. Gut, dann kommt es jetzt vermutlich gleich zur Schlacht. Oder nein, sie gehen dort hinten hin. Oh, meine Güte. Kriegen sie hier noch einen Verteidigervorteil? Vielleicht durch die Verteidigungsgebäude. Das war natürlich nicht ganz unclever, dass sie das noch geschafft haben. Aber dennoch. So, was ist jetzt? Unser Enkel Herzog Luitpold. Ach, guck, okay, einen Bauernaufstand hat er. Ist das irgendwie gefährlich? Ich kann es mir kaum vorstellen. 152, alles klar. Kein Problem. So. Naja, das wird vermutlich eine Niederlage sein. Plus 13 aber für unsere Seite. Und unser Marschall führt an in dieser Schlacht. 11 Ritter gegen 9 Ritter. Plus 15. Kragel wurde erschlagen, aber ich glaube, der gehört nicht zu uns. Oh mein Gott, Karl wurde verstümmelt. Oh nein. Oh Gott. Eine ganz üble Niederlage. Wir gucken uns nochmal die Details an. 457 sind gestorben. Von unseren Rittern Philibert lebt, Humphrey lebt, Karl wurde schwer verwundet. Wie geht's ihm allgemein? Er ist jetzt nur noch einäugig. Okay. Na gut, damit kann man noch einigermaßen leben.
Gut, und ein Bürgermeister ist gestorben. Und ich glaube, der Kragel, das war nicht unser Mann. Eieiei. So, minus 60%. Wenn sie jetzt die Belagerung beenden, dann ist dieser Krieg vorbei. Und ich würde auch sagen, ja, wir werden auch unsere Truppen nach Hause schicken. Das macht an dieser Stelle keinen Sinn. Die machen jetzt noch einen Verzweiflungsangriff, aber nein. Da bin ich kein Freund von. Wir marschieren zurück. Wir können da nicht auflösen, ne? So, wir haben Megine erfolgreich beeinflusst. Hervorragend. Da machen wir direkt noch weiter. Sehr schön. Hoffen wir in der Hinsicht das Beste. So, sie schlagen jetzt wirklich noch diese sinnlose Schlacht. Aber ich denke, es ist ehrenwert, es einmal zu probieren. Aber dann muss man nicht mit dem Kopf durch die Wand. Gut, was macht eigentlich der Ausbau hier des Tempels? Der ist gleich abgeschlossen. Das heißt, möglicherweise sind wir, ja, Niederlage. Damit dort Lehnsautorität reduziert. Alles klar soweit. Wir können unsere Truppen auflösen. So. Ah, die Pilgerreise ist möglich. Ja, wahrscheinlich sollten wir dann einfach das Gold nehmen, um dies zu tun. Das hat schon einen religiösen Zweck. Der Tempel selbst ist auch gleich abgeschlossen, oder? Ja, jetzt haben wir hier die Tempelanlage. Okay, gut. Oh nein, ein weicher, farbenfroh und flauschiger Teppich erreicht mir als Geschenk von Herzog Baldarich. Ich weiß nicht, warum er mir ein derart ausgezeichnetes Geschenk macht, doch die edle Webkunst des Teppiches ist so seidenweich wie die Haut eines Engels. naja, das ist jetzt so ein bisschen ein Problem, ne? Wir alle wissen, was dieser Teppich bedeuten kann. Sie weiß auch, dass sie ihren Sohn nicht trauen kann. Ich glaube nicht, dass nur ein paranoider Herrscher jetzt das Schlimmste befürchtet. Ne? Also da müsste man schon sehr naiv sein. Ich würde sagen, wir werden ihn nicht annehmen. Extra Wachsamkeit bedeutet das. Es sieht ganz so aus. Ich fürchte, dass unser Sohn uns umbringen will. Und insofern stellt sich die Frage, ob nicht der Moment gekommen ist, hier noch einen Leibwächter anzustellen. Wir haben doch gute Ritter, jawohl. Hugo von Baden, Philipp von Scharfenberg, Humphrey, alle gut geeignet. Nehmen wir... Er ist stark. Nehmen wir Humphrey. Und setzen ihn ein. So, ist jetzt der Moment für die Pilgerreise gekommen? Ein Ausbau wäre mit ein bisschen weiteren Mitteln auch möglich. Aber nein, ich würde sagen, wir werden beim Glaubensoberhaupt jetzt mal um Gold bitten. Für eine Pilgerreise der besonderen Art, würde ich vorschlagen. Eine weitere teure Reise nach Jerusalem. Ich denke, der Moment ist gekommen. Es ist schon irgendwie sowas wie eine Stunde der Not, eine sehr... schwieriger Moment, einerseits was die Familie betrifft, andererseits auch was die Isoliertheit der Grafschaft betrifft. Wir reisen ab. Okay, gut. Die Mittel kommen. Gerade noch so. Rechtzeitig zur Abreise. Liebe deinen Nächsten. Unter den anderen Pilgern gibt es einen Mann, der Menschenliebe und Zusammengehörigkeit predigt, bis er zum Thema Heiden kommt. Eines Abends erklärte er am Lagerfeuer lautstark, dass sie alle abscheuliche Monster in den Augen, alles Göttlichen sind, abartige und Kindermörder allesamt. Die meisten wenden sich ab, wenn er ihnen in die Augen schaut. Heute war ich jedoch nicht schnell genug. Seid ihr etwa anderer Meinung, o Gräfin? Ich würde sagen, unsere Charaktereigenschaften ermöglichen beides. Sadistisch, demütig, beides ist möglich. Deswegen werden wir würfeln. Und der Würfel fällt. 5. Das heißt, wir entwickeln eine Verachtung Heiden gegenüber. Allerdings müssen wir dazu auch sagen, dass das Thema uns jetzt nicht besonders umtreibt, jenseits dieser Jerusalem-Reise vielleicht nicht. Also wenn wir zurückkehren, wir haben ja hier kaum mit Heiden zu tun. Im Moment zumindest. Oh.
König Sancho gehört zu den seltsameren Menschen, die mir bisher auf dieser Reise begegnet sind. Er scheint mir streng gläubig zu sein, erklärt aber jedem ständig das wahre Wesen der höchsten Mächte und was das alles bedeutet. Nachts ist sein Zelt erleuchtet von den Kerzen darin und gelegentlich dringen sonderbare Gesänge und der Duft ungewöhnlichen Weihrauchs daraus hervor. Ich bin völlig unvorbereitet, als Sancho mich hineinbittet. Sancho selbst ist auch ein Zwerg. Ein weiser Mann. Ja, kommt, wir sind einfach zu neugierig. Wir gehen da einfach mal rein. So, im Zelt von König Sancho begrüßen mich starke Gerüchte und überwältigend heiß und schwere Luft. Es ist wichtig, dass wir unseren Blick nach innen wenden, erklärt er mir, während er sich setzt. Ich möchte, dass ihr die Augen schließt und euch konzentriert, so wie ich es tue. Lasst euch von den himmlischen Mächten durchströmen. Greift nach der Ekstase der Göttlichkeit. Okay. Offenbar, weil wir hochgebildet sind, haben wir dort einen Zugang dazu. Ich würde sagen, dann nutzen wir diesen auch. Ja, ich kann spüren, wie etwas eine Verbindung zu mir aufgebaut hat. Nachdem ich die Anweisung von König Sancho befolgt habe, sehe ich alles viel deutlicher. Ich kann es spüren. Die himmlischen Mächte, die Welt, das alles floss durch meinen Körper, durch meine Seele. Als ich Stunden später aus dem Zelt trete, habe ich ein neues Verständnis von mir und vom Leben. Ich war blind, doch jetzt sehe ich, wir werden eine weise Frau. Helene ist für ihren unkonventionellen, aber praktisch orientierten Ansatz in Sachen Religion orientiert. Okay, wir folgen also jetzt eher dem mystischen Ansatz. Aha. Was für eine Entwicklung hier noch. So, außerdem kommen wir an in Jerusalem. Wir haben den Heiligen Pfad beschritten, sind Pilger und kehren zurück. Nun gut, okay. Was haben wir weiterhin für Möglichkeiten? Megina versuchen wir immer noch zu beeinflussen. Wahlen im Heiligen Römischen Reich, Kriegserklärung gegen Könige wollen wir natürlich nicht. Petition an den Lehnsherrn wollen wir uns aufsparen. Dann gibt es tatsächlich im Moment nichts, außer abzuwarten, bis wir hier einen neuen Lebenswandelpunkt haben, genau, den wir hier einsetzen und danach dort. Aber vielleicht könnte es auch zu spät schon sein. Wir werden sehen. So, da haben wir erstmal den Lebenswandel. Meginär wurde dieses Mal nicht von uns beeinflusst. Schade drum, ist das irgendwie schwieriger geworden. 73%. Er guckt schon so böse, nicht wahr? Na gut, also, wir machen wohl überlegt. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, über ein Geschenk dort zu agieren, aber damit stärken wir ihn natürlich auch. 220, 11,6 Gold im Monat, oh mein Gott. Ich glaube, wir haben auch überhaupt nicht die Mittel. Na, 150 ist in Reichweite, aber... Puh. Nee. Und nun, es ist ein weiterer herrlicher Tag der Gebete und der Gottesdienste durch meinen wunderbaren Bischof. Doch als ich mich gerade auf den Weg machen möchte, hält Uschech mich auf. Er wartet, bis alle anderen fort sind, ehe er sich dicht an mein Ohr beugt. Meine Gräfin, ich muss euch etwas sagen. Mir sind die Genüsse des Lebens nicht fremd. Keine Form der Perversion ist zu verkommen für mich. Was? Tiere, Pflanzen oder Mineralien? Ehrlich gesagt führe ich alles überall ein. Doch es gibt keine größere Freude im Leben als das Fleisch der Kleinen. Man hat nicht gelebt, wenn man noch kein Menschenfleisch gekostet hat, meine Gräfin. Und mir wäre nichts lieber, als euch heute zum Abendessen einzuladen. Was? Was? Wisst ihr, ich glaube, der ist hier Bischof geworden, weil er gehört hat, was hier los war. Oh mein Gott, warum hat er und unsere Schwester, warum haben die sich nicht getroffen? Die hätten wirklich so eine Messe feiern können. Katholischer Kannibalismus, aber mit Helene kommt gar nicht in Frage. So, was machen wir? Warte mal kurz. Überraschung wäre viel zu milde, um auszudrücken, was ich gerade empfinde. Doch was soll man denn auf so etwas erwidern? So. Er wird unsere Affäre, Kannibale, pervers.
Gott, das ist ja widerlich. Nee, Wachen, ganz klar. Der muss weg. Das ist ganz klar. So, er ist als Menschenfresser bekannt und als perverter Gott. Da kommt ja alles zusammen bei dem. Der muss verhaftet werden, das ist so ganz klar. 21% nur? Ist ja wohl ein Witz. Warte mal, erhöht sich das möglicherweise, wenn wir ihn exkommunizieren lassen? Bin ich mir nicht ganz sicher. Er ist Rivale. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Andererseits, das wäre an sich aber schon eine gute Sache, ne? Das Blöde ist, das verstehe ich tatsächlich nicht ganz, dass man bei so einer Geschichte... Ah ne, Usjec. Ah, okay, wir setzen halt nur 100 Frömmigkeit ein. Nee, würde ich sagen, dann erbitten wir die Exkommunikation. Einfach als Grundlage für die Verhaftung nochmal. Zusätzlich als Verstärkung des Ganzen. Der Papst muss das wissen. Ja, für verlieren Frömmigkeit finde ich jetzt nicht so dramatisch. So, okay, alles klar. Der ist exkommuniziert. Ach! Damit ist er auch weg. Ah! Ja gut, okay, dann kümmert sich die Kirchenrechtsbarkeit um den. Gehe ich mal davon aus. Aber nein, er ist tatsächlich, glaube ich, jetzt noch immer unser Rivale, ne? Der Kinderfresser, ja, tatsächlich. Wir können ihn aber nicht mehr einkerkern. Okay, das ist natürlich jetzt richtig blöd gelaufen. Wo befindet er sich denn jetzt? Der ist immer noch in Straßburg. So, bitte. Das ist doch, das kann doch nicht sein. Ja gut, dann werden wir den jetzt entlassen. Und irgendwann, irgendwer wird ihn schon verhaften. Also wenn ich ihn jetzt verhaftet hätte, hätte ja auch keine Chance gehabt. Ja, auch ein bisschen komisches System. Na gut, immerhin, wir haben einen neuen Mann, Dietmar. Dietmar, ein scharfsinniger Intellektueller, ein Franke, alles klar. Der scheint ja ziemlich normal zu sein, ruhig, zufrieden, eigenwillig. Okay, der gefällt mir. Oh mein Gott, was ist hier los? So, Herzog Megina macht noch keine Anstalten. Wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher. So, Hingabestufe haben wir erhalten, okay. Und hier unser Bündel Beatrix. Unser Mündel, nicht unser Bündel. Mein Mündel Beatrix und ihre Katrine. Ihre Freundin oder was? Was ist das immer mit ihre? Ah ja, Freundin, alles klar. Haben sich eine Ausgabe der Heiligen Schrift schon wieder? Das machen die doch immer. Die spielen nur mit den Heiligen Schriften. Und sie haben sie komplett ruiniert. Herausgerissene Seiten, Fußabdrücke auf dem Buchdeckel, keinerlei Respekt. Es scheint, als ob die kleine Beatrix sich nicht um die göttlichen Worte schert. Nee, das können wir nicht gutheißen. Seid zufrieden mit dem, was ihr wisst, und ihr werdet glücklich sein. Okay, ja. Wir schreiben wieder unsere Gedanken nieder. Die Prachtstufe der Dynastie hat sich erhöht. Mhm. Okay. Und es geht um Luitpold. Auch interessant. Wenn ich dereinst aus dieser Welt trete, soll mein Enkel, Herzog Luitpold, an meiner Stadt regieren. Leider kursieren an meinem Hofgericht über seine niemals endenden Fehden. Ich frage mich, ob er sich die Treue meiner Vasallen sichern kann, wenn ich einmal nicht mehr bin. Ja, okay, also er ist nicht so verschwenderisch und gierig wie unser Sohn, hat aber auch seine Schwächen. So, versuchen wir das zu beheben. Betonen wir seine Vorzüge. Ja, ich finde das ganz gut. Sie als weise Frau betont jetzt seine Vorzüge. Das gefällt mir. So, Ritter wurde verbessert. Und durch das in Würde altern haben wir Kriegsführung erhalten. Ja, na gut. Megina 18, noch nicht verheiratet. Und diesmal haben wir ihn positiv beeinflussen können. Hervorragend. Ich will mal der spaßenshalber gucken, was würde ein Geschenk bringen. 82 Meinung. Das ist nicht wenig.
Das ist nicht wenig. Wir hassen ihn eigentlich. Tja, bis zu dem nächsten Vorzug, bis zu den defensiven Verhandlungen dauert es noch eine Zeit. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Ich meinte, wenn er uns angreifen will, ne? Dann hätten wir eh keine Chance, um ehrlich zu sein. Okay, wir haben Oda. Oda hat aber auch nicht mehr viel. Und wir haben Herzog Konrad mit seinen 2900. Wir würden auch noch auf 1000 kommen. Sind 3900 mit Oda. Naja, knapp 4000. Und er selbst hat 7000. Nee, Quatsch, das ist ja nicht er. Er selbst hat 5500. Ja, und da hat er noch Grafen. Nee, das ist doch relativ... Ja, okay, es ist gar nicht so eindeutig, sagen wir mal so. Aus diesem Grund werde ich vielleicht doch das Geld ihm nicht schenken, sondern lieber sparen und hoffen, dass wir hier die defensiven Verhandlungen noch hinbekommen. Weil wenn wir das haben, dann bin ich mir hundertprozentig sicher, kriegen wir 2, 3 sehr gute Verbündete. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das möglich ist, aufgrund unserer Kompetenzen und unserer fränkischen Kultur. Der wilde Mann. Wie könnt ihr noch nicht von ihm gehört haben, Herren? Ich verdrehe die Augen und grunze abweisend. Zu sagen, dass die Hirngespinste von Richwara unter meiner Würde sind, wäre eine Untertreibung. Richwara ist verheiratet mit Philibert, okay. Man sagt, er fordere jeden heraus, Herren. Richwara versucht es erneut. Dieses Mal eindringlicher. Mit gesenkter Stimme fährt sie fort. Ich weiß, ihr habt genug von all diesen Ehefragen. Dieser Mann bietet einem jedem die Hand zur Heirat an, der ihn in Sachen körperlicher Fähigkeiten übertrifft. Ich lehne mich zurück und überdenke die Geschichte. Ein kämpferisch veranlagter Mann? Sicherlich werde ich siegreich sein und einen neuen Gemahl haben, ganz gleich, welche Fähigkeiten er auch haben mag. Was? Naja, ich weiß nicht. Ich meinte, ihr Kampfgeschick ist nicht zu verachten, aber sie ist 70. Was ist das für eine quatschige Geschichte? Nee, das wäre jetzt zu absurd. Schluss mit den Lügengeschichten. Dieser Sache werden wir nicht nachgehen. Das ist mir doch zu fern. Okay. Liebe Leute, ich würde sagen, das ist ein ganz schöner und spannender Punkt, an dem wir diese Folge und damit auch diese Staffel erstmal zu einem Ende bringen können. Gräfin Helene hat das 70. Jahr erreicht. Wenn sie sterben sollte, würde er hier erben. Er selbst ist durchaus mächtig mit seinen 2000 Männern und 3 Grafschaften. Er würde natürlich ebenfalls noch Straßburg dazu erhalten und würde dann schon eine bedeutsame Figur hier im Reich abgeben als Herzog. Aber falls es vielleicht doch zu einer äußeren Bedrohung vorher kommt und sie diesen Titel verliert, dann wäre es Game Over. Auch das steht im Raum. Man könnte natürlich jetzt einfach sagen, ja, sie kann sich ja versuchen umzubringen. Ach, nein, nein. Also natürlich wird sie hier weiter Gräfin sein und weiter die Geschicke Straßburgs leiten. Und ich bin gespannt, wie ihr das noch gelingen wird. Sie ist nicht mehr so weit entfernt von diesem Bündnissystem, von dem ich sprach. Ich will kurz mal gucken, wir brauchen noch 500 Punkte, nicht wahr? 25 halten wir pro Monat. Okay, das sind 300 in einem Jahr. Naja, ihr könnt euch das ausrechnen. Gut, also ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Staffel. Oh, schaut mal, wie mächtig Lothringen ist hier im Reich. Wir sehen uns wieder. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.